Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue und Cooking mit Sascha. Was machen wir? Garnelen. So, meine Frau ist nicht da, die mag sie nämlich nicht. Das heißt, meine Tochter und ich haben gedacht, komm, machen wir uns noch mal Garnelen. Jetzt habe ich mir gedacht, wie macht man Garnelen immer? In der Pfanne. So, was machen wir heute nicht? Garnelen in der Pfanne. Warum nicht? Ja, ich wollte was Neues ausprobieren. Ich habe noch kein Video gesehen, in dem jemand Garnelen auf der Rotisserie gemacht hat. Das heißt, ich werde mir jetzt die Garnelen schnappen, spieße die hier auf den Spieß auf und dann werden wir die auf die Roti schmeißen. Zwischendurch mal drehen und dann schauen wir mal, was daraus wird. Und wie das genau aussieht, da seid ihr bei. Ja, was braucht man dazu? Spieße. Eine leckere Gamba-Soße. Da habe ich hier die von der Soßenmanufaktur, Erkelenzer Unternehmen. Kann ich nur empfehlen. Produkt gekauft aus Überzeugung. Also da ist keine Werbung hinter, beziehungsweise keine bezahlte Werbung hinter. Das ist einfach gut. Und dann habe ich hier noch Black Tiger Garnelen. So, dann nehmen wir uns mal die Spieße. Und dann tackern wir die Dinger da einfach mal drauf. So, Moment. Ohne mich zu verletzen, wenn es geht. Immer so ein paar Stück hier drauf. Dadurch, dass wir die nachher hier in der Garnelensoße würzen, brauche ich jetzt hier keine weiteren Gewürze. So. Gucken wir mal, wie viele hier auf den Spieß drauf passen. Das Schöne ist, wenn das nicht klappen sollte, dann kann man immer noch schnell auf die Pfanne ausweichen. Fände ich jetzt schade, aber wie gesagt, mal was ausprobieren, dafür bin ich da. So. Spieß 1. So, wie gesagt, immer so 6 Stück. Gucken wir mal, was drauf passt. Ich denke, ich werde gleich noch Metallspieße brauchen. War ein bisschen optimistisch mit nur 3. So. Aber ist kein Thema, ich habe da noch mehr von. So, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal den Grill auf. Das Deckelthermometer sagt 260 Grad, das ist natürlich ein bisschen Arschheiß. Deswegen drehen wir mal ein bisschen runter. Weil die sind so dick, die wollen wir lieber was langsamer garen. Schmeißen wir mal an. So. Jetzt lassen wir das Ganze so ein bisschen drehen. Schön. Da ist ja kein Saft dran großartig, deswegen ist die Drehrichtung in dem Moment vollkommen egal. Ja, ich würde sagen, ich schaue zwischendurch immer wieder rein. Gucken wir uns die Farbe an. Nachher drehen wir die Garnelen mal, sodass dann auch die andere Seite angeröstet wird. Und dann schauen wir weiter. Hier haben wir schon mal die Paella-Pfanne. Da kommt gleich die Soße rein. Die geht auf die Feuertonne. Machen wir die Soße dann warm. Die Garnelen kommen noch zusätzlich mit rein. Und können dann ein bisschen in der Soße ziehen. Aber so weit sind wir noch nicht. So, dann schauen wir mal unter den Deckel. Oh ja, die kriegen schon schön Farbe. Aber die dürfen noch was. Ich glaube, die brauche ich nicht mal umzudrehen. Und schon wieder aus. Wir können ja mal versuchen, die Kerntemperatur zu messen. Der soll ja sehr schnell messen hier. Das heißt, das wird nochmal ein Test. Einfach rein, zack.
Und dann haben wir schon 65. Dann würde ich sagen, so gut wie fertig. Dann können wir nochmal die Soße anschmeißen. Dazu. Zack. Die Soße in die Pfanne. Ich hatte es ja schon angekündigt. Flasche rüber zum Nachbarn. Rein. Zudrehen alles. Und dann ganz leise köcheln. Nur damit es warm wird. Man sieht, das geht relativ schnell. Das ist ein Zeichen dafür, dass es noch zu warm steht. Ich habe letztes Mal den Fehler gemacht. Das hat mir dann der... Jetzt habe ich doch gerade den Namen vergessen. Ich habe letztes Mal einen Fehler gemacht und habe die Soße zu warm werden lassen. Und wenn die nämlich zu warm wird, dann trennt sich das Öl von der Soße. Und das sieht dann nicht schön aus. Wobei es dann immer noch lecker ist, muss man mal ganz klar sagen. Warm, dann drehen wir den schon aus. Das ist schön bei den Außentemperaturen. Die wird leider ruckzuck, das ist was schön, das ist schön. Wird ruckzuck wieder kalt. Hier wird die Garnelen für ein bisschen Farbe noch mal kurz vor der Kanne. So viel zum Thema flickerfreie Trafos. Ah ja, egal. Wobei ich glaube, das liegt an der Herzzahl, wenn ihr die Kamera gerade aufnimmt. Das muss ich nachher mal kontrollieren, ob ich auf 60 Hertz aufnehme oder auf 50. So, jetzt holen wir sie runter. Die gehen ja nochmal in die Soße, die wird nochmal kurz warm gemacht. Das heißt, da kommt auch nochmal ein bisschen Temperatur. Was haben wir an Kerntemperatur? Messen wir nochmal schnell nach. Ah, Linkshänderproblem, ich erinnere mich. Jetzt haben wir auf Hold gedrückt. Nehmen wir nochmal hier. 85, dicke. So, reicht. Das heißt, Spieß nehmen. Und dann ab damit. Dafür dann hier nochmal anschalten. Und nochmal kurz köcheln lassen. Alle gut bedeckt sind, nochmal darüber. So, dann bediene ich. So. Nochmal eine. Erstmal zum Probieren. Bisschen extra Süßchen. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Ich halte mal die Kamera hier. Boah, und top, alles voll. Ist das geil. Nicht den, was geht uns gut. Ja, würde ich sagen, lasst euch schmecken. Habt guten Hunger
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Gelegenheit.